Und ich habe hier als ersten Text rausgesucht, das ist ein älterer Text, also eine ältere Geschichte, die ich dann später aufgeschrieben habe. Und das ist schon ein bisschen autobiografisch und ich habe das auch so gefühlt und erlebt, wie ich das hier beschreibe. Aus einer Begegnung im September 1993. Gleiches mit Gleichem. Ich besuchte Brigitta in ihrer Herberge. Wir saßen an einem Tisch und aßen zu Abend. Neben uns saß eine Frau mittleren Alters und strickte. Sie war voll des Bösen und ihre feindseligen Blicke bedrängten uns. Da sie mir sehr einsam vorkam, fragte ich sie, ob sie sich zu uns setzen wolle. Sie willigte ein und setzte sich mir gegenüber, Brigitta neben mir. Sie starrte immer noch missmutig auf ihr Strickzeug. Brigitta und ich redeten, doch die negative Aura der Frau störte unsere Geselligkeit. Wie ich früher von meinem Vater gelernt habe, begegnet man Bösen mit Bösen, bis der Kampf gewonnen ist. Ich ließ mich auf dieses Kriegsspiel ein und ein stummer Kampf begann. Doch dieser Böswilligkeit war ich nicht gewachsen. Ich wandte mich ab. Brigitta, wollen wir kurz rausgehen? Sie stimmte zu und wir verließen den Raum und gingen vor die Tür. Warum muss es so sein, Böses mit Bösen zu vergelten? Was hat das gebracht? Wohin führt so etwas? Brigitta hielt mich. Ich suchte nach dem Bösen in mir. Brigitta hielt mich. Ich verfolgte es in meinem Körper. Es sprang in meinem Körper umher und ich verfolgte es. Ich zitterte. Schauer überkamen mich und wie Wellen übergingen mich die Schauer und die Zitteranfälle. Brigitta hielt mich. Schwarz und Weiß spiegelten sich vor meinem inneren Auge wieder. Immer abwechselnd. Ich stöhnte, stieß tiefe Schreie und Geräusche aus, dass es mir vor mir selbst ekelte. Die Verfolgung dauerte an, wie auch mein Zittern, was immer heftiger wurde. Und dann traf ich es und das Böse zerstob in Milliarden Einzelteile, vermengte sich mit Weiß und vor meinen immer noch geschlossenen Augen war das Grieselbild unseres alten Schwarz-Weiß-Fernsehers zu sehen, wenn kein Kanal mehr auf Sendung ist. Ich hustete. Und wie Schneewittchen fiel das Stück vergifterte Apfel aus meinem Mund. Ich hustete nochmals und Brigitta, ich hab's erwischt. Jetzt ein neueres Gedicht, das ist vom Mai diesen Jahres. Recht und Ordnung. Wo liegt dein Recht? Zur Ordnung zu rufen. Bist du der Richter über andere? Hast du das Recht, andere zur Ordnung zu erziehen? Was ist Recht, was ist Unrecht? Die Freiheit des einen hört da auf, wo dein Recht beschnitten wird? Was nimmst du dir heraus? Was ist ordentlich? Recht hört da auf, wo deine Ordnung über die des anderen steht. Zum Schluss noch eine kurze Trilogie, Macht, Zeit, Geld. Wir wollten einmal ein Treffen machen unter diesem Titel, da sollten alle was dazu schreiben. Leider hat dieses Treffen nie stattgefunden, aber der Text war da und den lese ich euch jetzt vor. Macht, Geld, Zeit. Macht. Es ist subversiv, was Macht mit uns macht. Es ist subversiv, was Macht aus uns Menschen macht. Der Machtmensch freut sich an devoten Menschen und verlangt Demut, Gehorsam und Unterwürfigkeit. Zeit. 2 Sekunden, in denen ich dieses Wort geschrieben habe. 12 Sekunden, in denen ich das vorherige geschrieben habe. 22 Sekunden, in denen ich einen Dialog geschrieben habe. 12 Minuten, in denen ich ein Gedicht geschrieben habe. 120 Minuten, in denen ich eine Kurzgeschichte geschrieben habe. 12.000 Stunden, in denen ich einen Roman geschrieben habe. Aber den schreibe ich nicht. Geld.
Zeit ist Geld, Geld ist Macht. Hab kein Geld und keine Macht, demnach auch keine Zeit.